liebe Leute, willkommen zurück. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen an unseren neuen Platz gesetzt, sag ich mal. Und ich wollte doch im Prinzip hier eine kleine Base bauen, im Grunde. Man sieht, es sind halt die 4 Kilometer Entfernung ungefähr und... Ups. Ich habe jetzt mittlerweile die dritte Aufnahme verkackt. Gehabt, weil ich hatte fette Musik im Hintergrund, wusste nicht, woher die kommen. Ich hatte halt ein Spiel im Hintergrund noch offen, so ein kleines. Dadurch kam das und jetzt, naja. Auf jeden Fall ist der Plan, ich baue die in etwa so. Die Basis. Werde dann hier halt immer ein Blöckchen untersetzen. Die werde ich nicht fertig schweißen, weil das macht eigentlich keinen Sinn. So, können wir noch einmal. Ja, von mir aus. Dann machen wir die hier dran. Ich habe auch mehrere Aufnahmen schon gemacht gehabt. Und hatte halt immer wieder das Problem. Hoppala, was mache ich denn für einen Scheiß hier? Ich habe die Stufe vergessen. So, dann nam. Wie weit sind wir schon? Wir sind ja fast da. Dann können wir hier unten uns einen Raum anlegen. Dann hier wird an den Seiten wird dann halt dicht gemacht. Das sieht wirklich dieses Mal gut aus. Nee, auf jeden Fall habe ich das gestartet und das Spiel ist einfach hängen geblieben. Also nicht abgestürzt oder gecrashed oder so, sondern es lief eigentlich noch, aber das Bild ist hängen geblieben. Du konntest halt nichts mehr machen. Das ist halt immer sau ärgerlich, wenn sowas passiert. Gerade bei dem Spiel hier, wenn ich den Autosave aus habe. Huch. Denn Autosave macht böse Bu-Bu-Bu-Bu-Bu. So, hier wird dann der Raum sein. Ich werde hier dann noch das Erz wegnehmen. Das wird der Raum. Werde ich den hier erstmal vergrößern später und werde hier noch einen Collector unten auf dem Boden liegen. Aber bis dahin werde ich erst die ganzen Platten verschweißen und definitiv abspeichern. Dann sehen wir uns danach. Yo, yo, liebe Leute. Da sind wir wieder mit Space Engineers. Und zwar habe ich ja nur den Weg hier zusammengeschweißt. Ist natürlich noch nicht perfekt und so. Ich habe eine Batterie hergestellt, ein bisschen Zeugs. Ich habe meine ganze alte Basis hier und die liegt jetzt hier drinne. Beziehungsweise in dem Schiff noch, weil... die Sachen sind alle so ein bisschen schwer, habe ich festgestellt, und das ist dann ein bisschen schwierig, damit rumzuhantieren. Ich habe halt hier auch schon mein Einsammelsystem gemacht, sprich du gehst hier hin, bohrst und dann rollt der Kack da rein. Ist schon ziemlich praktisch eigentlich, und dadurch, dass ich jetzt auch im Prinzip schon Strom habe, kann ich sogar ein Röhrensystem dranlegen eigentlich. Langsam ziemlich etwas voran, und zwar, wenn ihr euch das mal jetzt gleich anschaut, so, habe ich den Raum schon ein bisschen vergrößert und hier sieht man auch mal, wie das Erz verläuft tatsächlich. Ja, man sieht, ich habe das hier Hand für Hand, also nicht mehr von Hand gebohrt, sondern maschinell tatsächlich. Mache jetzt hier mal die ganze Klamdage wieder an. Ja, lass den jetzt hier drehen und mach dann im Normalfall, wenn der rum ist, das ist, wenn der Bohrer mehr oder weniger zu mir zeigt, und drücke ich halber Meter hoch, dann warte ich kurz, damit oben der weggebohrt werden kann, und drücke den nochmal einen halben Meter hoch, sodass ich immer einen Meter habe, der nach oben geht. Ich müsste jetzt bei 8 Meter sein, also ist das theoretisch gesehen schon fast das Maximum. Und ich muss sagen, das macht sich ziemlich gut eigentlich. Da jetzt die Rotoren wieder ein wenig, wenigstens ein bisschen funktionieren, ja, kann man das wenigstens so mal machen. Yo, 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 ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Drehen sich jetzt halt da die Kollegen. Ich meine, man sieht dann natürlich nicht viel von innen, ist klar. Weil die Optik für mich gerade ist ein bisschen dunkler, so, das hat schon was irgendwie. Jetzt lasse ich die da mal ein bisschen drehen. Auch wenn die Rotoren, der Rotor gar nicht mal an ist. Schiebe ich den jetzt erstmal einen halben Meter hoch. Und nochmal einen halben. Sodass jetzt den ganzen Meter erstmal abgrasen können in Ruhe. Dann ist das jetzt unser erster Raum, wenn ich dann oben angekommen bin auf die 10 Meter. Und so werde ich weitere Tunnel graben, beziehungsweise werde ich mir irgendwann ein Auto bauen, eine unendlich lange Fläche von Metall anlegen, als Projekt, und dann werde ich einfach mit dem Auto fahren und eventuell das Zeug instant bauen lassen, unter mir. Hallo, liebe Leute, wir sind fertig mit dem Lochbohren. Ich würde sagen, das sieht schon ganz gut aus, schön groß, aber in Hinsicht auf diesen Cargo ist das Zeug natürlich total winzig, was ich da gebohrt habe, ne? Das heißt, wir nehmen jetzt hier erstmal die ganze Geschichte weg. So. Diesmal vorsichtig. Ich habe eben schon eine Aufnahme versaut, aber hallo. Deswegen würde ich jetzt gerne, dass das hier gut funktioniert dieses Mal.
So, alles schön brav in den Kasten packen. Ich werde später wahrscheinlich dasselbe System nutzen, um seitliche Löcher zu bohren. Wenn ich halt einen Raum brauche für irgendwas, dann mache ich das eben auf diese Art. Dann kommen wir nämlich mal zur Innenarchitektur. Und zwar habe ich mir überlegt, ich nehme erstmal das Ding hier weg, dass hier vorne eine Art Pforte sein soll. Da haben wir doch im Endeffekt... Wo ist das Ding? Ist das Ding noch Englisch? Ja, das Ding ist noch Englisch. Ich habe überlegt, die Sliding Door hier herzustellen. So in etwa. Ich denke mal, das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Könnte man praktisch gesehen außenrum einfach erstmal Stahlblöcke legen. Theoretisch. Na, jetzt stecke ich hier fest. Na, good job. Dann müsste ich aber die Rampe ein Stück nach ein bisschen Gestein wegmachen an den Seiten. Das sollte ja nicht weiter stören. Gut, dann kannst du tatsächlich hier so schön reinlaufen, ja. Dann würde ich mir sagen, ich mache... Also hier unten auf jeden Fall wird dann kommen... Ich lege jetzt hier einfach mal so ein paar Block lang. Na, es geht natürlich nicht, ist zu eng. Dann mache ich das so. Dann könnte ich mir überlegen, ob man da nicht vielleicht... hier so eine kleine Ecke reinlegt. Die nicht unbedingt so rum aussehen muss. Egal, ich mache erstmal diesen... dass du die hast. So. Und hier hinter, dass du dann diese Platten wieder hast. Und das einmal so außenrum wie so ein Tunnel eben. Das würde auch, also dass du die Block wie erwähnt. Oben dran nochmal welche. So, und dann geht das... Dann kommt da oben wieder die Schräge dran. Das heißt... Ich muss das hier wegruppen. Ankerpunkt setzen und dieses Teil so rum anbringen. Brauche ich da bloß noch ein Eckstück und hier muss ich dann schauen, was da reinpasst. Wie ich das mache, vielleicht einen Klotz einfach reinlegen oder so. Mal schauen. Dann schweißen wir das mal kurz, damit wir ein bisschen mehr sehen können davon. Sieht doch ziemlich futuristisch aus, nicht? Ich meine, das hier oben ist noch nicht ganz so das Wahre. Da muss ich erst mal gucken, dass ich da so ein Zwischending finde. Wie gesagt, hier müsste halt so eine... Oh Gott, ich fürchte, dass das dieses Teil ist. Ich kann diesen Block nicht ausstehen. Ich habe immer Probleme, den auszurichten, richtig. Das bedeutet auch, dass ich hier dann irgendwas ändern muss an der Stelle. Möglicherweise. Gut, dann sage ich, bis das soweit ist, erstmal auf Wiedersehen. Wahrscheinlich für mich bis morgen. Yo Leute, willkommen zurück. Und zwar, ich habe mich komplett gegen das Design entschieden, das wir hier hatten. Habe mich jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen durchgebohrt, halt alles tiefer. Ich habe es gerade gemacht, weil ich kam mit den Blöcken nicht klar. Es ist grauenhaft einfach. Und diese anpassbaren Blöcke, die sahen so scheiße aus, dass ich... naja, das wollte ich halt nicht haben. Jetzt habe ich halt also im Grunde so eine Art Röhre einfach nur mega lang gemacht. Hab dann das Ding bis hinten durchgezogen. Ich bin noch nicht sicher, was jetzt hier passieren wird. Vielleicht flache ich auch einfach das Gelände ab, einfach so, so ein bisschen. Oder, ja, keine Ahnung. Tatsache ist, dass hier die Mitte sein wird, irgendwie. Dann mache ich hier nämlich einen Conveyor rein. Und werde hier die Röhre nach innen ziehen jetzt. Ja, schauen, ob ich überhaupt genug Mats habe. Und ich werde mal meine Werkzeuge hier drauflegen. Denn das alte Zeug werden wir nicht mehr benutzen. Definitiv nicht. Sah ein bisschen buggy aus. Okay, die ist viereckig von mir aus. Sei halt viereckig. Hab dich halt beschissen. Gut, dann sollte ich erstmal so. Dann geht die bis hier. Dann sind wir hier.
Dann werde ich die Röhre da oben innerhalb der Decke noch durchziehen und zwar bis hier rein in den Raum, dass ich dann das eben nutzen kann. Das sollten wir vielleicht dann gleich demnächst mal tun. Die muss ja nur da durchgehen, das muss ja nicht komplett weggemacht sein, der ganze Stein und so weiter. Wichtig ist, dass sie irgendwie funktioniert. Ich meine, das ist halt ein bisschen seltsam, das Spiel hier. Da ist das egal. Jo, verschweißen werde ich das Ganze hier natürlich jetzt erstmal nicht, weil das ist viel zu viel Zeug, ne? Aber ich werde hier vorne jetzt... Dann kommt ihr hier noch so gut dran. Jetzt habe ich nicht mehr genug Zeug. Doch, eine hatte ich noch, siehst du? Dann werde ich hier einfach... Habe ich nichts mehr für, ne? Genau. Kommt man aber noch dran, dann mache ich den und hau vorne den Connector rauf. Das wird dann später alles verschweißt, wenn ich das hab. Ich muss halt erstmal gucken. Sieht doch schon mal ganz gut aus. So als allererstes mal dazu, den Innenraum ein bisschen zu designen. Also das gefällt mir alles gar nicht. Auch vor allem, wie du hier reinfällst in den Raum, das ist schon blöd. Ich gern hätte, wäre erstmal hier ein Block weniger. Dann hätte ich gerne erstmal Stahlplatten en masse. So, dann erstmal hier. Das habe ich mir erschrocken. Oh mein Gott. So, dann will ich den aufheben. Na? So. Ich will ja, dass man hier reinkommt und dann hat man hier... Hey, cool. Und so. Dann kommt ihr hier weg. Na. Endlich. So. Dann hast du hier die Plattform. Und dann kommt hier eine Treppe dran. Hier gibt es doch Treppen, wenn ich mich nicht irre. Da. Schräges Fenster. Es gibt nur dieses Ding. Schauen wir mal, wie es aussieht. Das war sehr intelligent. So rum, wenn dann. Interne Panzerung, das hätte ich mir auch fast denken können. Eine Panzerung und Komponenten, das ist erstmal egal. Da brauchen wir nur die interne Bullshittigkeit. Da kommst du hier runter also. Auf eine Treppe, die doppelt so lang ist, wie eigentlich gedacht. Aber ist nicht so schlimm. Hast du halt hier den kleinen Raum, den du nutzen kannst. Und zwar kommt hier erstmal dann alles massiv voll mit Stahlplatten. Nachdem ich das hier erstmal alles gefixt habe. Schauen wir mal. Gehst du da runter? Das ist in Ordnung. Schauen wir mal. Kriege ich jetzt hier in die Ecke eigentlich einen fetten Cargo? Kriegen wir. Dann schweiße ich mir den Cargo hier zusammen. Baue ein Röhrensystem rüber, lutsch den komplett aus und setze alles ein bisschen ordentlicher hin. Da sind sie. Erstmal das klobige Etwas. Das muss jetzt irgendwo hier wieder hin. So, ich muss nicht gucken, wo ist denn hier der Anschluss? Wo ist da der Anschluss dran, Kollege? Das sieht man jetzt natürlich so schön. Da, das heißt... Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Genau so könnte ich sie jetzt dranhängen. Dann ist das angeschlossen und Module zeigen erstmal nach vorne. Das ist ja völlig Wurst. Montageanlage. So. Ich werde sie natürlich später nochmal umstellen, aber im Augenblick ist das nicht nötig. So, nochmal Stahl und ein bisschen Anzeige. Jetzt habe ich ja hier mein Röhrensystem. Ne? Das ist das Geniale. Ich kann jetzt hier ein bisschen davon, ein bisschen Stahlrocklehen und ein bisschen davon. Kann jetzt einfach ein Röhrensystem anbauen. Sei brav und dreh dich in die Richtung. Meine Güte, kann doch nicht so schwer sein, ne? So, dann kann ich... Und zack. Und schon geht die wieder los hier. Jetzt kann ich auch im Prinzip meine... interne Panzerung bauen, wenn ich die irgendwann wiederfinde. Brauche ich nur ein bisschen Eisen, das ist kein Problem, das kriege ich zusammen. Ich kein Eisen mitgenommen, hä? Oder kein... Ach so. Ah, da fällt mir ein, ich habe doch hier noch in meinem Schiff noch ein paar Erz und so ein Kram. Da fällt mir ein...
müsste doch noch ein kleiner Anteil Eisen sein, sag ich doch. Das reicht doch denn schon. Dann kann ich alles rüber verschieben, kann den anderen Cargo wegnehmen. Und den ganzen Schund, der da unter ist, kann ich dann auch auslagern. Ich habe eine kleine Kleinigkeit getan. Und zwar, ich habe hier eben, also eben vor einer Weile das Solarpanel aufgestellt. Und jetzt ist das erste Mal Tag. Da wollen wir mal sehen, wie weit die Dinger das System... Dann habe ich noch hier drin... Zap. Licht aus. Das gemacht. Ich meine, das sieht ganz nett aus, jetzt wo die Sonne reinscheint. Oder das Licht langsam rumkommt. Aber... ich muss dazu sagen, wenn es wirklich dunkel ist, dann ist das wirklich nur dieses blaue Leuchten halt. Ne? Man merkt jetzt schon, dass es ziemlich duster ist, vor allen Dingen hier so. Das ist halt krass, ne? Da muss man mal gucken. Ich denke mal, ich werde vielleicht doch eher mit Scheinwerfern arbeiten. Ich bin mir aber noch nicht ganz so sicher. Und hier hinten habe ich was Kleines vorbereitet. Und zwar habe ich hier ein Röhrensystem rangesetzt. Und hier wieder meinen Pisten und einen Bohrer. Ich möchte, Plan ist... Du kommst hier rein, das ist sozusagen der Vorraum und kannst entscheiden, wo du hin willst. Du kannst nach vorne gehen. Geradezu soll dann die Factory rein. Rechts kommen zum Beispiel Batterien reingelegt und links weiß ich noch nicht. Das wird so ein bisschen unterteilt hier in mehrere Sektionen. Und geradezu möchte ich dann halt wirklich 3, 4, 5, 6 Raffinerien bauen und all diesen ganzen Kram halt reinstellen. Und ja, vielleicht auch mit zwei Ebenen, da muss ich erstmal schauen. Dafür muss man das Ding erstmal gebohrt kriegen. So, dann werden wir jetzt mal hier... Helm drauf. Kiste an. Wir machen das im Grunde ganz genau so, wie wir es vorher auch gemacht haben. So, Keule, du gehst jetzt mal aus. Jetzt ist mein Licht aus. Ah, so ist besser. Komisch eigentlich, nur weil ich vorne eingestiegen bin. Kann ich nämlich praktisch gesehen einfach erstmal das ganze Ding hier verlängern. Ups. Das wollte ich nicht. Tut mir leid, mein Bohrer. Ups. Ist ja kein Problem, er ist ja nicht kaputt deswegen oder so. Oh, die Steine lassen wir liegen, die interessieren keinen Mensch. Dann hast du den Tunnel bis hier. Das sind 10 Meter. Das ist ganz schön wenig eigentlich. So. Nicht wahr, nicht wahr? Ich denke mal, man könnte ihn... lass mich überlegen. Machen wir ihn 3 breit? Machen wir ihn... Wie breit machen wir ihn denn? Erstmal die 3. Da liegt ein Stein im Weg. Ist auch ein, die Kiste. Dab-di-dab. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Dann könnte ich das so machen wie da hinten. Mit diesem Tunnelgewölbe, so mit diesem runden. So halt. Hallo, liebe Leute, da wären wir wieder. Ich habe ein paar Kleinigkeiten geändert. Ich mach mal Licht aus. Hier den Tunnel beleuchtet mit diesen Lampen, klar. Ich habe jetzt ein bisschen eingestellt und es ist erstmal nicht mehr blau. Weil ich glaube, blau ist auch nicht so die Superfarbe. Ne? Ich habe das jetzt hier auch gemacht. Es ist nicht zu grell, aber man kann sehen. Das werde ich dann halt jetzt überall machen. Sofern ich, ja, hier drin dann, ja, wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Dann habe ich das hier vorbereitet, hier vorne, so ein klein bisschen. Hab hier schon mal den Bohrarm dran. Da werde ich jetzt erstmal hier noch einen dranlegen. Also vor allem auch, ich wurde darauf angesprochen, dass ich doch die Komponenten zeigen soll und so einen ganzen Kram. Ja? Finde ich eine gute Idee, finde ich aber auch irgendwo nicht gut, weil wenn man hier so ein Teil dran setzen will, sieht man, was man braucht. Ja? Da ist einfach bloß dran setzen, sobald man die untere Komponente hat, anschweißen. Gut, wir finden jetzt Stahlrohre klein, die habe ich vergessen. Und dann ist dann ist der Drops gelutscht. Wie was zusammen funktioniert, muss man dann halt rausfinden einfach. Das ist ja ziemlich einfach. Und man muss, ich persönlich finde, ist immer einfacher, wenn man sich nicht immer alles angucken kann vorher oder alles weiß vorher. Das ist schon ganz nett. So, dann holen wir jetzt mal noch die 20 kleinen Stahlrohre.
Mal nochmal 20 dazu. Und wenn man sich so eine Sache bauen möchte, geht man auf die Produktion. Zum Beispiel bei der Station und beim großen Schiff sind es große Blöcke. Bei dem kleinen Schiff logischerweise kleine Blöcke. Dann sage ich mal, ich möchte jetzt... Was nehmen wir denn als schönes Beispiel? Sagen wir mal, ich möchte eine Röhre bauen. Dann macht er mir die Förderleitung und nimmt alle Materialien, die du dafür brauchst, rein in die Produktion. Das gerade backt es ein bisschen. Ich weiß bloß nicht warum. Oder mein Stahl ist alle. Ja, mein Eisen ist genug da. So, refreshed. Und dann fängt er an, mir diese Teile dafür zu bauen. Ist im Prinzip also sau simpel. Deswegen, sag mal, halte ich es nicht für nötig, jetzt alles zu erklären, was ich dafür brauche. Weil eventuell sieht man es halt auch relativ schnell oder... Und dann wollen wir doch mal anfangen zu bohren. Dann machen wir doch mal die Freunde an da oben. Nehmen uns den Kolben. Den habe ich so eingestellt. Na? Den habe ich so eingestellt, dass er keine maximale Entfernung besitzt und umgekehrt ist. Das heißt, sobald du die maximale Entfernung erhöhst, also so, geht der Bohrer ein Stück hoch. Und ich finde, so wackelt ja auch weniger. Der Schon Bohrer ist die Sache erledigt für uns. Halleluja, ist das ein riesiges Teil. Und hier kann ich richtig schön reinpacken. Wenn ich das bis hier vorne mache und dann noch nach unten, dann habe ich richtig viel Raum für die ganze, wie gesagt, für die ganzen Maschinen und so. Das mache ich jetzt alles und dann sehen wir uns, wenn das soweit ist, sehen wir uns wieder. Auf Wiedersehen, bis dann und bis später. Yo, 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 ich würde sagen, wir haben unser Loch gegraben. Es ist mächtig, prächtig, ich bin mittlerweile auch auf Uran gestoßen. Ich habe es natürlich ein bisschen weggebohrt dadurch, ist nicht so schlimm. Ich werde mir das dann halt von Hand, beziehungsweise mit dem Bohrer dann, wenn ich unten irgendwas habe, holen. Ich meine, das ist ein schönes großes Loch, ich muss hier hin und da noch ein paar Handschläge machen. Aber das sieht doch mal fett aus, oder? Also, so richtig fett, oder? Ich meine, das ist einfach krasser Shit, krasser Shit. Ich werde jetzt hier mal ein Stück Rohre weg, die Röhre wegnehmen. Kurz mal was ausprobieren. Damit wir einen Vergleich haben. Sagen wir mal hier. Dann möchte ich hier nämlich jetzt nur mal so zum Test den Kollegen darauf stellen. Alter, das ist ja wahnsinnig. Das Ding ist ja dann wahnsinnig winzig. Da kann ich etliche hinstellen da unten. Ich habe mir gedacht, dass ich das, wo ich jetzt hier drauf stehe, als Fußboden mache. Sprich, ich muss hier halt irgendwie ein Gerüst runterbauen. Dann baue ich hier unten diese ganzen Produktionsdinger hin und dann eine Ebene höher baue ich die ganzen Cargos drauf. Da muss ich gucken, ich muss halt nach oben irgendwie ein Röhrensystem legen, dass ich nicht auch oben andocken kann. Das wird dann erstmal noch sehr interessant. Aber so an sich ist das doch ein ziemlich fettes Loch. Das wird verrückt, das wird richtig verrückt. Aber all das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal auf Wiedersehen.